Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Das zweite Video der noch recht jungen Rubrik WoT Panzerkunde, eure Replays. Der Titel ist immer noch Quatsch, aber mir wird nichts Besseres einfallen, von daher würde ich empfehlen, dass wir uns jetzt alle ganz schnell an diesen Namen gewöhnen und damit klarkommen. Ich habe wie beim letzten Mal auch wieder 5 Replays, die aus unserer Community gekommen sind, mit dabei heute auch, ich kann schon mal ein bisschen spoilern, yes. Ich werde wie beim letzten Mal auch eure Videos kommentieren und hoffe, dass da so ein bisschen Pep mit reinkommt. Werde vielleicht das ein oder andere sagen zu der oder der Situation, wo man was anders machen kann. Oder. Ich bin mal gespannt, was bei diesem Video rumkommt. Ich hoffe, es wird euch so viel Spaß machen wie das letzte. Und ich würde mich im Anschluss vor allen Dingen über eure Kommentare freuen. Das bringt mir mega viel Verbesserungsvorschläge. Was habe ich blöd gemacht? Ist die Musik doof? Warum ist das so und hier und daran hast du nicht gesehen? Da würde ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drüber freuen. Jetzt haben wir aber auch schon genug gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Wir starten auch direkt mit der ersten Runde. Wir haben hier unseren lieben Kendox. Ich glaube sogar im Discord wurde letztens verlangt, dass ich mir IS zeigen soll. Dementsprechend dieses Replay zuerst. Er ist im IS 7, hat ein relativ gutes Setup. 410er, 39er. Also erstmal kein ganz so schwieriges Klientel. Er entscheidet sich hier oben für die klassische Heavy-Tank-Seite. Kann man jetzt drüber streiten, ob man hier jetzt unbedingt zwangsläufig mit einem Heavy hinfahren muss. Vor allen Dingen, wenn es sich um einen IS-7 handelt, der nun auch durchaus als Medium gefahren werden kann. Gute Position hier, er nutzt direkt den kleinen Hügel vor sich aus, um seine Unterwanne zu verstecken. Steht der IS-7 so, ist der eigentlich quasi fast unpenetrierbar. Braucht sich da nicht so viel Gedanken machen, dass er irgendwie großartig geslasht wird. Object 140 hat hier natürlich sauschlecht gespielt, sehr weit vorgepusht, ohne jetzt wirklich ein Backup gegen 5 Gegner. Also diese typische Lemming-Train-Problematik, wo man versucht, sein eigenes Game durchzusetzen, in den gegnerischen Lemming-Train reinrauscht und dann erledigt wird. Er pushte jetzt sehr schön vorwärts, den hat er nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich hätte es genau so gemacht. Sofort Druck machen, eher ein 100 muss raus. Das Übergewicht auf dieser Seite definitiv ausnutzen, die beiden TDs auf der anderen Seite, einer jetzt schon down. Die werden das da drüben mit Sicherheit nicht lange machen und das Ding auch nicht safen. Guter Schuss. Könnte ein bisschen glücklich gewesen sein. Solche Dinger gehen beim E100 auch gerne mal einfach irgendwo hin, wo man sie nicht haben will. Aber unterm Strich sehr geil gemacht. Alle super im Vorbeifahren, direkt auf den nächsten Gegner. Ich denke, er hat sich dabei gedacht, ich schirme jetzt meine Mates, was sehr klug ist. Weil wenn so ein IS-7 um die Ecke gerauscht kommt, dann hast du da mit dem VK schon doch das ein oder andere Problem, den vernünftig ins Visier reinzubekommen. Kenox hat ein bisschen Glück gehabt, dass der jetzt auch noch HE geballert hat. Gut, ne? Solche Leute hat man halt auch. Die versüßen einem ja auch so ein bisschen die Runden. Hier auch wieder alles gut gemacht. Nicht auf APCR geswitcht, sondern ein Stück zurückgefahren, auf die Unterwanne genukt. Hier versteckt er jetzt einfach nur seine Unterwanne, damit er, wenn er überhaupt nochmal getroffen wird, gegen Turm getroffen wird. Auch eine sehr kluge Entscheidung, an dieser Stelle wieder zurückzufahren. Nicht weiter zu pushen, diese Flanke. Denn man kann davon ausgehen, dass die Gegner jetzt gleich von hinten kommen werden. Das möchte man natürlich auch ein Stück weit im Keim ersticken. Ziemlich stronger Gegner, der T95. Ich habe selber noch nicht gegen ihn gekämpft, aber das, was ich von dem bisher gesehen habe, ist schon nicht schlecht. War jetzt ein Stück weit klar, dass er sich da vielleicht noch bei der Überfahrt eine fängt. Unmöglicher Schuss. Russe, who fucking cares. Ich weiß nicht, ob er in dem Moment Rusher geschrien hat. Auf jeden Fall sehr geiler Snapshot aus der Hüfte. Einmal quer übers Feld in die Fosch rein. Die wird sich auch ordentlich gefreut haben, aber gut, so ist das Spiel. Mal verlierst du, mal gewinnen die anderen. Ne, kennt man ja, die ganze Kacke. Jetzt ist tatsächlich die Situation ein bisschen tricky. Diesen Move hätte ich jetzt wahrscheinlich so in der Form nicht gemacht. Oder ich hätte mir hier zumindest die Zeit genommen, vernünftig zu aimen, auch wenn er dann wahrscheinlich eine Schelle abbekommen hätte. Dass er jetzt wieder den T92 pusht, sehr, sehr geil. Da in dem Moment ist der T92 eigentlich schon tot, der fährt rückwärts gegen eine Wand, den braucht er nur noch pressen. Jetzt ist es wieder eine tricky Entscheidung, jetzt muss er sich wieder ganz genau entscheiden, was macht er. Sehr, sehr unglücklich, den Schuss hätte ich dir echt gegönnt, aber gut, auch da muss man ganz klar sagen, das ist WoT. Jetzt ist halt die Frage, Mäuschen gerade ausgeschaltet worden, richte ich mir jetzt gegen den T95 oder gegen den Waffenträger? Ich hätte es jetzt genauso gemacht, wie Kenox das machen wird, ich habe mir das Video schon angeschaut und würde auf den T95 gehen, einfach weil ich jetzt in dem Moment mich darauf verlassen würde, dass man E100 hinter mir mir den Waffenträger vom Hals hält. Sehr lucky Shot, der hätte auch daneben gehen können. Du hast schon ein bisschen Glück hier in der Runde, wobei man echt sagen muss, das ist super sauber runtergespielt. Ich hätte da jetzt nicht viel gesehen, was ich anders... Was heißt nicht viel gesehen? Ich hätte da jetzt eigentlich nichts gesehen, was ich großartig anders gemacht hätte. Und selbst wenn ich es anders gemacht hätte, wüsste ich jetzt auch nicht, ob es erfolgreicher gewesen wäre. Richtig geil runtergespielt. Hier den T95 chasen.
Ist auch klar, dass er sich nochmal eine Kugel fängt. Da hätte ich mir jetzt einen Moment Zeit gelassen. Du wusstest, dass er auf jeden Fall nochmal schießen wird, dass du nochmal einmal Damage bekommst. Fang dir den Schuss safe, aim vernünftig ein und gehst sicher, dass der Schuss auch wirklich landet. Das Ding hätte auch gerne nochmal ein Bounce werden können. Das wäre dann schon wieder doof gewesen. Hier pflanzt er jetzt nochmal dem WT ein paar HE-Schellen um die Ohren. Yes, sehr geil, Bouncy. Wenn er da einen Schuss aus der Hüfte mit dem WT macht, das Ding geht daneben. Hier hätte ich jetzt, glaube ich, auf AP gesetzt, um den Safe-Shot zu machen. Aber du hast es nochmal sehr geil gemacht, hast nochmal versucht, den Turm zu treffen. Hast du auch geschafft. 6.939 Damage, 4 Kills im T10-Battle. Sehr geile Runde, Kenox. Vielen Dank, dass du das Replay eingeschickt hast. Wir sind auch direkt bei unserer zweiten Runde eingeschickt von unserem Zuschauer Junior Run. Ebenfalls ein sau-sau-stronker Spieler. Richtig gute Stats, dementsprechend erwarte ich hier auf jeden Fall eine sehr saubere Runde. Er ist unterwegs mit meinem allseits geschätzten Partner Hilo Floschbert, der wohl anscheinend so ein Stück weit ein Totalversagen hingelegt hat in dieser Runde, zumindest laut Discord. Mal schauen, was der Floschi hier so treibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den E25, den habe ich nämlich noch nicht so oft gesehen. Der ist jetzt im WOTB auch nicht so krass Mode wie in WOT. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie strong der hier ist. Junior fängt hier direkt mal mit einer ganzen Menge Blindshots an. Kann funktionieren, muss es aber nicht. Ich finde es auch tatsächlich bei so einer Nadelkanone vielleicht jetzt nicht so dramatisch wichtig. Wenn du mit der ISO irgendwo rumstehst und eh nichts zu tun hast, kannst du gerne mal in die Büsche reinballern. Wenn du dann mal triffst, dann macht es halt richtig Aua. Mit der Nadelpistole hast du dann 100 Damage auf dem Konto. Jetzt mal salopp gesagt. Kann ich aber trotzdem verstehen, dass du es machst, wenn du eh nichts zu tun hast. Und in WOTB hat man ja grundsätzlich mehr als genug Munition, von daher alles gut. Interessante Position hier oben. Kann er auf jeden Fall gut das Spielfeld absehen. Ja, IS-3, Bouncy auf der Seite, da geht wohl schon mal das ein oder andere daneben. Ja, der macht das nicht schlecht hier, der VK. Der dreht sich ganz gut hin und her. Ist natürlich dann schwierig, mit so einem Panzer dann auch tatsächlich zuverlässig zu treffen. Jetzt hat er eine richtig geile Position, steht eigentlich am Arsch der Map, ganz hinten. Braucht sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass er in irgendeiner Form gespottet wird. Einziges Problem, was er jetzt hat, ist natürlich die Gun Elevation. Da wird es ein bisschen tricky, aber er kriegt das ganz gut hin, fährt nochmal ein Stück zurück, kriegt die Gun richtig schön hoch. Oh, sehr schön, Scorpion ist schon weg. IS-3 jetzt schon langsam in einem Bereich, wo ich mir Gedanken machen würde, wenn ich schieße. Aber ich denke, der Junior weiß ganz genau, was er da tut. Und hat den Panzer mit Sicherheit auch sehr gut unter Kontrolle. Ist tatsächlich noch eine meiner Achillesfersen, dieses ganze Sichtsystem in WOTB. Das verstehe ich noch nicht so ganz in der Form. Aber ich hoffe, dass es in der nahen Zukunft auch besser wird. Hier entscheidet er sich jetzt dafür, stehen zu bleiben. Hätte ich genauso gemacht. IS-3 muss raus, sehr gefährlich. Lad auf Premium um, hätte ich ebenfalls genauso gemacht. Safe Shots setzen, der IS-3 muss einfach raus. Jetzt wird es langsam tricky. T49, wenn er noch ein Stückchen näher kommt, dann wird es langsam mit dem Spotting ärgerlich. Aber er bleibt weiter stehen, er macht weiter Damage. Der Vorteil, muss man natürlich ganz klar sagen, vom E25, der ist unglaublich flink. Das heißt, selbst wenn ihr gespottet werdet, kommt ihr relativ schnell aus den Positionen raus. Jetzt wird es aber tatsächlich Zeit abzudampfen. Er gibt aber nochmal ein paar Schüsse, er holt das Maximum raus und dem T49 auch noch eine. Blindshot und Abfahrt. Sehr gut. Hat sehr, sehr lange durchgehalten, also ich denke tatsächlich, dass der Junior ganz genau wissen wird, was er da tut. Der wird den Panzer also auch mit Sicherheit nicht die erste Runde spielen. Ich wäre schon ein bisschen früher abgehauen, mir wäre das da zu heiß gewesen. Aber man sieht ganz klar, Junior hat noch mehr rausgeholt. Sehr geil gemacht auf jeden Fall an dieser Stelle. Ah, die Mobilität von diesem Panzer ist halt einfach herrlich. Geiler Luckshot, mal eben kurz Auto-Aim reingeknallt und dann nochmal in die Richtung des Gegners reingeholzt. Easy peasy, knall ich dir noch einen in die Fresse. Jetzt kommt der T49 wahrscheinlich hier gleich irgendwo von der Seite. Den wird aber mit Sicherheit noch auf dem Schirm haben. Da ist er. Jupp, das ist der T49. Hätte der gesessen, hätte das mit Sicherheit richtig, richtig wehgetan. Aber gut, T49 aus voller Fahrt, aus der Hüfte. Braucht man sich jetzt auch nicht so viel Gedanken machen. Wenn das Ding reingegangen wäre, dann wäre das schon sehr unlucky gewesen. Ja gut, hier kommst du jetzt natürlich auch noch ein bisschen in die Problematik mit dem Hoch-Runter. Da ist der E25 auch nicht mehr so gut zu gebrauchen. Ansonsten aber sehr cool gemacht. Schön immer auf den Arsch. D-tracken, Perma-tracken. Ganz wichtig, Leute, macht das immer. D-trackt die Gegner. Zum einen bekommt ihr den Damage, den Assist-Damage, wenn Leute auf diese Panzer Schaden machen. Zum anderen kettet ihr die natürlich auch an die Position und seid selber in der Position, die ganze Zeit Schaden machen zu können. Das ist halt wirklich sehr, sehr stark. Jetzt wird schon langsam ein bisschen Entspannung. Ich denke mal, zu diesem Zeitpunkt hat er sich jetzt auch schon gesagt, okay, alles klar, das Ding ist gewonnen. Jetzt spielen wir mal das mal genüsslich runter. Ich habe tatsächlich gar nicht auf unseren lieben Floschbert geachtet, was der für eine Scheiße gebaut hat. Okay, alles gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht eher auf den T29 gegangen wäre. Hätte ich, glaube ich, eher gemacht.
Aber der ist jetzt auch tatsächlich mit was anderem beschäftigt. Hast du, glaube ich, Glück gehabt, da hättest du noch durchaus einen Schuss in den Rücken bekommen können, dann wärst du weg gewesen. Aber gut, ne? Machst du das Ding hier noch voll, holst du noch den dritten Kill. Ebenfalls sehr cool runtergespielt, aktuell 3397 Damage auf der Uhr. Bin mal gespannt, ob einen Blindshot am Anfang getroffen hat. Nein, es hat keinen Blindshot getroffen. Aber gut, wie gesagt, ne? Ist halt so eine Sache. Junior Run, auch dir vielen Dank für das Einsenden des Replays. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, deinem Video zuzuschauen. Von dir würde ich mir auch durchaus weitere Videos wünschen. Ich denke, da ist immer was Gutes mit dabei. Wir sehen uns gleich beim nächsten Video. Wir sind beim dritten Video angekommen, eingesendet von unserem lieben Bubi, der war auch beim letzten Mal schon dabei mit dem Shark, dieser komischen Stadtmap mit den großen Brücken, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ebenfalls geiles Setup hier, er ist Top-Tier, spielt mit dem KV-2. Ich hasse diesen Panzer, aber ich kann verstehen, dass er dir Spaß macht und dass du ihn gerne spielst. Ich mag einfach keine HE-Kniften, die sind mir zu ungenau, zu unpräzise, zu unzuverlässig. Man kann sehr lustige Runden damit haben, aber ein zuverlässiges Gameplay ist damit nicht möglich und da stehe ich dann doch deutlich mehr drauf. Er spielt hier in der Wüstenmap, da sieht man es auch schon, ne? Gun war nicht ganz eingeaimt. Was soll ich dazu sagen? Ja, das ist halt so ein bisschen Hop oder Top. Also entweder du hast halt eine sehr geile Runde mit dem KV-2 oder du hast halt eine Scheißrunde mit dem KV-2 und das ist mir meine Zeit halt einfach nicht wert. Ich denke, ich werde diesen Panzer niemals auspacken. Sag niemals nie, aber im Moment sehe ich da zumindest keine großartige Notwendigkeit für. Ja, wenn er das Nashorn jetzt treffen könnte, wäre das natürlich ein absoluter Königs... 1000 Damage, einmal ins Gesicht. Schön die HE durch die seitliche Blende durch. Super entspannt. Das sind die Treffer, die letzten Endes beim KV-2 dafür sorgen, dass der so vielen Menschen Spaß macht. Das sind gar nicht so die Runden allgemein. Ich glaube tatsächlich, dass kaum ein Mensch wirklich vernünftig am Stück Runden mit diesem Panzer fahren kann, sondern im Großen und Ganzen wird es darauf hinauslaufen, dass man eigentlich drei schlechte Runden hat und dann eine Runde, wo man so einem kleinen Nashorn einfach eine AE richtig schön ins Gesicht drückt und da einmal kurz die 1000 aufkloppt. Ich glaube, das sind die Runden, wofür man diesen Panzer spielt. Mittlerweile 1600 Damage auf der Uhr. Ich finde die Position hier hinten nicht ganz so geil. Habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie wirklich gekämpft. Ich stehe immer eher auf die Mitte. Ich finde, da ist man insgesamt ein bisschen flexibler. Jetzt bist du hier natürlich auch so ein bisschen festgeeist. Weiß nicht mehr so genau, wie du hier wieder wegkommst. Churchill hat auch keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht gemacht. Jetzt die Frage, was die Matilda macht und vor allen Dingen, was der Leo macht. Oh, Matilda. Ah! Und da ist der zweite Schuss, der mich absolut zum Kotzen gebracht hätte. Ich meine, der Schuss war nicht voll eingeaimt, man braucht sich da keine Gedanken machen. Nichtsdestotrotz ist es einfach unzuverlässig. Ihr haut einfach zu viel mit dieser Scheißgun daneben, sodass ihr einfach zu häufig in Situationen reinkommt, wo ihr nicht an euren Schaden kommt. Bin mal gespannt, ob die Matilda so doof ist, jetzt direkt vorfährt. Ja, wird sich wahrscheinlich gedacht haben, oh, der ist nur ein bisschen länger im Reload, da kann ich ja mal vorfahren und wird schon klappen. Hat nicht funktioniert. Ich hoffe, dass sein Kollege jetzt den Leopard rausnimmt, weil dann könnte das hier durchaus noch ein Win werden. Ich weiß nicht, ob es ein Win geworden ist. Ich habe mir das Video vorher nicht angeschaut, um da auch so ganz jungfräulich ranzugehen, genauso wie ihr. Bin mal gespannt, was der Bubi hier jetzt noch macht. Viele Möglichkeiten hat er nicht. Den Churchill hat er noch auf dem Schirm. Dritter Schuss, der einfach mal überhaupt gar nicht dahin gegangen ist, wo er hingehen sollte. Wieder nicht voll eingeaimt, aber das ist mit dem KV-2 auch nicht ganz einfach. Es ist halt ein riesiges Schlachtschiff, das eigentlich überall Weak Spots hat und nicht so wirklich Panzerung. Den kannst du auch nicht einfach mal 6 Sekunden irgendwo stehen lassen, bis der voll eingeaimt ist. Da muss man schon ein bisschen, ja, eigentlich Close Combat und hoffen, dass die Dinger dann ordentlich reingehen. Gute Entscheidung, hier KV-2 zu machen. Da hätte ich eventuell tatsächlich jetzt drauf geschossen und in Kauf genommen, dass das Ding wieder daneben geht. Auch da schlechter Deal. Ich hätte at least das Ding dann trotzdem noch rausgesemmelt. Hier würde ich jetzt tatsächlich gucken, Bubi, dass du vielleicht nicht ganz so massiv viel mit dem Turm hin und her wackelst. Drück die rechte Maustaste, dass der Turm in Richtung Churchill eingeaimt bleibt und guck dann halt mit der Maus, was du eventuell anderes machen kannst. Weil dadurch, dass du den Turm jetzt immer wieder bewegst, bist du immer wieder komplett mit einem großen Aim-Circle. Und da sind die Schüsse eigentlich, ja, kannst du dir fast sparen, die Schüsse. Das ist dann halt, wenn du gar nicht eingeaimt bist mit dem KV-2, kannst du genauso gut, weiß ich nicht, ein halbes Pfund Schwarzbrot hinterherwerfen oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall tatsächlich nochmal ein Punkt, wo ich sagen würde, da würde ich in der Zukunft mal ein bisschen drauf achten, dass du da eher eingeaimt bleibst. Schöner Schuss auf den Leo.
Bisschen lucky, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das ist es halt wieder, ne? Hopp oder top. Entweder die Dinger gehen halt meilenweit daneben und treffen irgendeinen Gegner auf Himmelsdorf, der da irgendwo in der Stadt am Rumpimmeln ist. Oder die Dinger treffen halt wie eine Lasergun und du denkst dir, what the fuck habe ich hier für einen Monsterpanzer unterm Arsch? Unterm Strich muss ich jetzt auch tatsächlich sagen, auch dieses Replay macht bei mir nicht unbedingt Lust auf mehr. Trickige Situation, du bist vorgefahren. Der KV-2 hat in eine Richtung geaimt. Ich glaube, der war gerade einen kleinen Moment irgendwie AFK. Vielleicht hat er sich an den Eiern rumgespielt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, super, super bitter, dass der jetzt halt so einen Shot aus der Hüfte einfach mal reingeknallt hat. Ich bin gespannt, ob du das Ding jetzt tatsächlich noch drehst, weil das würde bedeuten, dass du den jetzt penetrieren müsstest, um den zu töten. Da wirst du jetzt mit einem Schuss auf der Panzerung nicht allzu viel machen. Ich wäre von der anderen Seite angefahren, ganz klar. So ein bisschen Psychospielchen, gucken, dass du aus einer anderen Richtung kommst. Er wird sich wahrscheinlich das... Jetzt bin ich gespannt, wer von euch die besseren Bauteile und Crews drin hat. Ich hätte mich hier jetzt langsam angefangen zu drehen, damit du mit der Gun Depression nicht Probleme bekommst. Ganz wichtig. Und dass du vielleicht auch nochmal die Chance auf einen Bounce hast. Oh, Bubi, ey. Sehr geil, sehr schön. Hast du Glück gehabt? Ich denke mal, du wirst ein bisschen besser ausgestattet gewesen sein als er. Und dadurch hattest du diesen kleinen minimalen Vorteil. Der KV-2 hat das aber trotzdem sehr gut gemacht, muss man ihm lassen, dass er dich von hinten angegriffen hat. Hätte ich genauso gemacht in dem Moment an seiner Stelle, weil das ist so die einzige Chance gewesen, die er noch hatte. 3144 Damage, 4 zerstört, Mastery Badge im KV-2. Auch eine sehr schöne Runde, Bubi. Danke dir. Bis zum nächsten Replay. Und direkt rein ins nächste Replay von Yakari. Er spielt hier mit der ISU 152. Das Setup sieht tatsächlich sehr bescheiden aus. Grundsätzlich dickes Kaliber, TD hat weniger Probleme mit der Problematik, dass er Low-Tier ist. Nichtsdestotrotz gibt ihn halt einen T9 in der Regel outdamagen. Muss man also ein bisschen vorsichtiger spielen. Er entscheidet sich hier für die, ich sag mal, klassische Medium-Linie. Wird da wahrscheinlich darauf hoffen, dass vielleicht einer der Mediums, vermutlich einer der beiden Standard B, da ein bisschen unvorsichtig nach vorne pusht, um dem dann eine schöne Schelle in die Fresse hauen zu können. Sehr schön zu sehen, dass hier jetzt gerade mal ausnahmsweise kein Lemming-Train stattfindet, sondern dass die Leute sich da so ein bisschen aufteilen. Finde ich persönlich besser, da werde ich in der nahen Zukunft auch nochmal ein kleines Video zu machen zur Thematik Lemming-Train. Wer uns regelmäßig zuschaut, der wird wissen, wie meine Meinung zu dieser Thematik bestellt ist. Nämlich nicht besonders gut, ich halte da nicht so viel von. Er sieht jetzt hier, dass sich die meisten Gegner schon wieder zurückziehen. Die komplette rechte Seite ist eigentlich offen unter der Kontrolle der Grünen. Dementsprechend muss er sich repositionieren, um einen neuen Schusskanal zu bekommen. Ich wäre eventuell oben auf dem Hügel stehen geblieben und hätte versucht, auf einen der beiden TDs zu holzen. Du hast dich jetzt wahrscheinlich dafür entschieden, hier die Rückseite abzudecken. Es ist halt einfach eine brutale Schelle. Ne? Die ISO, die knallt halt Löcher in die Panzer. Das ist der helle Wahnsinn. K91 will weiter vorfahren. Jetzt wird es ein bisschen problematisch. Du hast da jetzt potenziell mindestens 3 Gegner, die dich da ein bisschen damagen können. Gun Depression, sehr nice. Zweiten Schuss auch noch gesetzt. Da bist du schon bei 1360 Damage. Hast natürlich ein bisschen Glück mit dem Feuer gehabt. Hast dafür aber auch eine Schelle kassiert. Ist ein guter Trade, würde ich mal sagen. Kann man auf jeden Fall gut mit leben. Das hier war sehr gefährlich in meinen Augen. Da hast du Glück gehabt, dass der K91 vermutlich auch nicht unbedingt der Beste war. Da hättest du dir sonst theoretisch einen gefangen, wenn er es vernünftig gemacht hat. Als du so nach oben über den Hügel rübergefahren bist und in seine Richtung geaimt hast, da hätte ich als K91 auf jeden Fall die Chance genutzt und hätte dir da noch die Schelle reingerückt. Kann natürlich auch sein, dass er gerade im Reload war, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hast du da sogar drauf spekuliert, das wäre natürlich wieder sehr, sehr stark gespielt. Wäre mir aber trotzdem unterm Strich ein bisschen gefährlich gewesen. Okay. Okay. Sehr schön. Wieder Rusher geschrien vermutlich. Der zweite Russenpanzer, den wir hier jetzt im Sortiment haben. Der dritte Russenpanzer, den wir jetzt hier im Sortiment haben. Ein bisschen viele Russenpanzer irgendwie. Ich habe die Dinger noch überhaupt nicht gespielt. Ich muss mal zusehen, dass ich da mal ein bisschen weiterkomme in der nahen Zukunft. Jetzt wartet er wieder auf den Standard B. Ist natürlich ein geiles Ziel. Kann man eventuell sogar überlegen, den HE reinzudrücken, je nachdem, wie der gerade zu einem steht. Dann tut es nochmal ein bisschen mehr weh. Geile Aktion hier, Backdoor, definitiv die richtige Entscheidung. Ein bisschen gefährlich, weil du komplett alleine bist. Und wenn er sich zu dir umdrehen sollte, dann kriegst du halt doch relativ heftig auf die Fresse. Standard B checkt das aber überhaupt gar nicht, dass du hier auf der Seite stehst. Jetzt hätte ich mich definitiv von der anderen Seite angeschlichen. Die Situation ist neu, 2 Gegner nur noch. Standard B, okay, schießt sich jetzt gerade leer. Dem kannst du ordentlich eine verpoolen.
Ich hätte auf HE geschwenkt. Zumindest um mal zu gucken, ob du vielleicht durch die Unterwanne kommst oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube, das wäre tatsächlich sinnvoller gewesen. Jetzt aber alles ganz entspannt. Sehr schön rausgenommen. Was haben wir jetzt noch? WZ. E75 kommt gerade noch so weg. Genau, nicht vorfahren. Meine Idee wäre jetzt komplett links rumzufahren, das heißt über die eigene Base und von der Seite zu kommen. Der E75 wird das hier jetzt erstmal halten. So wie der sich, ich wollte es gerade sagen, so wie der sich bewegt, hätte ich jetzt gedacht, es ist eher ein schlechter Spieler. War es auch. Dementsprechend jetzt nicht unbedingt einer, auf den man sich verlassen sollte. Trotzdem war das jetzt natürlich sehr, sehr schlecht gespielt. Kleiner Tipp am Rande, Cap Circle, immer ein ganz schlechtes Ding durchzufahren. Der Gegner weiß sofort, wo du bist. Spart euch das bei solchen Aktionen. Der Gegner weiß dann halt einfach, was los ist. Mega Glück gehabt, dass er gebounced ist. Hat jetzt natürlich eine deutlich höhere Rate of Fire, aber er hat nur die kleine Gun drauf. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was der für eine große Gun drauf hat. Oder er hat eventuell Premium geschossen, ich weiß es nicht. Sehr lucky, dass er nochmal gebounced hat. Trotzdem unterm Strich sehr gut gespielt. Mit vielleicht der einen oder anderen Möglichkeit, tatsächlich das Gameplay nochmal ein bisschen anzupassen. Für alle, die es jetzt gerade gucken, merkt euch das. Durch den Cap Circle fahren, immer eine ganz schlechte Idee. Gerade wenn man Back-to-Actions machen möchte oder nicht genau weiß, wo der Gegner ist, weil der dann halt immer weiß, wo du bist. Das ist halt echt problematisch. Merkt euch das auf jeden Fall für die Zukunft. Trotzdem sehr geiles Replay. 4705 Damage, 4 Kills, richtig geil runtergespielt. Danke dir, Yakari. Und wir kommen zum letzten Replay. Endlich ist es nicht mehr notwendig, dass ich meine eigenen Replays verwende. Es macht mir nämlich viel mehr Spaß, eure Replays zu verwenden, weil das ist ja auch der Sinn der Sache. Wir schauen Legend Jesus zu, wie er auf New Bay seine Gegner vertrimmt im Object 252U. Beim letzten Mal wurde ja so ein bisschen scherzhaft gesagt, dass ich mehr IS implementieren soll. Das habe ich ja gerade auch schon mal erwähnt und 252U ist ja fast eine IS. So plus minus ein bisschen, von daher denke ich mal, diesen Wunsch wird jetzt entsprochen mit der IS-7 und dem 252U. Brettstarker Panzer. Ja, das Video fängt genauso an wie das von Bubi letztens. Einfach einmal bei New Bay quer über die Map geschossen und das Ding geht auch noch rein. Beim 252U fast unmöglich, aber Legend Jesus macht es einfach mal ganz entspannt. Gut, hier hast du natürlich jetzt noch keinen richtigen Schusskanal. Der wäre aber auch sehr, sehr, sehr lucky gewesen. Ich wäre vielleicht noch ein Stückchen weiter vorgefahren, weil jetzt hast du hier tatsächlich relativ freies Spiel. Den Schuss hättest du gerade eben wahrscheinlich noch nicht abbekommen, da wäre der Gegner nämlich noch nicht in Position gewesen. Aber gut, jetzt hast du halt die Möglichkeit, den kleinen Bob hier nochmal abzufahren, den T-34-2. An sich auch kein schwacher Panzer, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, aber der ist gerade so ein bisschen Brain-AFK irgendwie. Ja, so ganz mitkriegen tut er das nicht. Ich hätte mich hier noch ein bisschen eingewinkelt vielleicht, um so ein bisschen mehr Schutz zu bieten, falls der T-34-2 aufwachen sollte und den Kampf gegen dich suchen sollte. Ja, gut, T-29 geschenkt, na, das ist halt kein Gegner fürs Object. In der Position hätte man jetzt drüber nachdenken können, ob er vielleicht schon ein bisschen pusht und das Kuscheln anfängt, weil dann ist das 252 halt erst richtig stark. Andererseits weiß er halt auch nicht, was dahinter kommt. Spielst das hier sehr safe runter. Der Schuss war auch ein bisschen glücklich, aber unterm Strich trotzdem sehr geil gemacht auf jeden Fall. Jetzt hätte ich mir tatsächlich so langsam Gedanken gemacht, ob ich ihn nicht vielleicht gepusht hätte, um ihn auch wirklich safe rauszunehmen, weil mir das Risiko zu groß gewesen wäre, dass er wegkommt. Zumal du ihn jetzt so halb im Rücken hast, auch sehr schwierig. Andererseits, wenn du den rausnimmst, ja, bitter. Das müsste ein Low-Roll gewesen sein, ich weiß nicht, was der für Ball fährt, aber ich denke, irgendwas um 400, Russen typisch bei einem Heavy. Auch der Jagdpanther wird mit Sicherheit die nächste Schelle noch bekommen, wenn er jetzt nicht wegfährt. Ja, ganz entspannt. Das ist genau das, was ich meinte. Jetzt hast du nämlich den T-29 in der Seite. Da hätte ich eventuell vorher den T-29 platt gemacht. Das Problem ist hier natürlich jetzt diese Schräge und du musst halt sehr weit hinfahren, damit du ihn tatsächlich treffen kannst, weil du halt keine Gun Depression hast. Ist halt ein bisschen doof, die Situation, dass jetzt nichts Ganzes und nichts Halbes, was man hier macht. Ein bisschen herumgedruckst, aber ich weiß auch tatsächlich nicht, ob eine andere Taktik besser gewesen wäre oder halt einfach nur anders. Jetzt wird es langsam Zeit, einen neuen Move zu machen, weil wenn es 252U nach oben kommt, wird es ungemütlich, gerade mit dem T29 als Backup. Hier muss ich jetzt sagen, hätte ich mich erst an den T29 gewendet. Wobei, gut, ein Safe-Shot drauf, auch völlig okay, dann ist das Ding raus. Hätte ich jetzt gedacht, anscheinend nicht. Okay, ihr seid nur noch zu zweit und du bist noch mit einem 7er zusammen. Sehr, sehr enges Game jetzt. Sehr cool, dass du ranfährst. Sehr schön gekuschelt. Perfekt gemacht. Kann man nichts zu sagen. Er versucht jetzt natürlich deine Cupolas zu treffen. Und er trifft sie auch noch, obwohl du gewackelt hast.
trotzdem eigentlich alles gemacht, was man machen kann. Er hat einfach nur ein bisschen Glück gehabt, dass die Kanone das macht, was er will. Okay, das ist jetzt eine ganz doofe Situation. Typischer oder ein Klassiker eigentlich in den meisten Runden. Ich hätte mich genauso wie Legend Jesus jetzt darauf verlassen, dass der P43 den VK noch rausnimmt. War nix. Das ist halt manchmal einfach so. Dann ist das Team halt leider zu schlecht und kriegt es nicht so ganz hin. Ärgerlich, aber nicht weiter verwunderlich. Da hätte ich definitiv keine HE geschossen. Ganz sicher nicht. Da wäre eine AP definitiv sinnvoller gewesen, weil die geht beim VK definitiv durch. Und ja, da ist ein Safe Shot. Nachher triffst du die Kanone oder so und dann ist halt wieder Holland in Not. Ich hoffe, dass du den... Nee, bounce jetzt leider nicht. Schade. Jetzt die große Frage, wo der Jagdpanther hin ist. Object 252U so seitlich am Rand pushen. Ist halt schwierig, das Ding zu penetrieren. Ne? Wenn du da nicht genau die Unterwanne triffst. Und auch da muss man halt vorsichtig sein mit dem Winkel. Ich bin gespannt, wie du es jetzt hier weitermachst. Reverse Sidescrapen eventuell. Yep, Reverse Sidescrapen. Super starker Move in WOT. Object 252U macht es aber richtig, pusht dran. Schießt halt einfach nur leider scheiße. Zu früh die Gun geswitcht. Kleiner Tipp am Rande. Du hast ihn gesehen, sehr gut. Du wechselst ja oder du drehst ja mit der Kamera die Perspektive. Aber wenn er jetzt selber ein etwas besserer Spieler ist und guckt, wo deine Kanone hin zeigt, dann wird er nicht mehr vorfahren. Das heißt, mach es so, dass du noch in Richtung des 252U guckst und im letzten Moment die Kanone erst drehst und ihn dann die Kelle verpasst. Ist ein bisschen Timing-Sache, ist aber eine Sache, die man sich auf jeden Fall angewöhnen sollte, weil das halt einfach deutlich entspannter dann ist und der Gegner da nicht so viele Möglichkeiten hat, deinen nächsten Move vorauszuschauen. Okay, jetzt war halt ein kleiner... 6 HP noch übrig. Jetzt wird es langsam interessant. Kriegt er den letzten Schuss noch rein? Ich weiß nicht, ob ich den Move gemacht hätte. Aber gute Entscheidung. Hast ihn runtergeknallt. 5853 Damage auf der hohen Kante. 4 Kills. Ist das alles oder gab es noch einen Blindschlag? 5850 Damage. 116.000 Credits. Mastery Badge. Legend Jesus, sehr geil gespielt, bis auf die letzte Szene mit dem Jagdpanther, wie gesagt, da würde ich dir vielleicht empfehlen, in der Zukunft nochmal schauen, dass du das so machst, dass du ihm halt nicht deine Idee verrätst durch das Drehen des Turms, weil wäre er jetzt etwas besser gewesen, dann wäre er nicht mehr vorgefahren, das war halt einfach ein doofer Move. Trotzdem sehr geil runtergespielt, ich danke auch dir für das Replay und das war auch schon wieder unsere letzte Runde, die wir uns dieses Mal angucken werden, liebe Leute. Das war's auch schon wieder mit dem zweiten Video, eure Replays. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß bei meiner Kommentierung. Wie schon am Anfang gesagt, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr das Video kommentieren würdet. Das bringt mir sehr viel. Ansonsten der Aufruf, wir streamen auch auf Twitch TV unter Hilos TV, wenn ihr also Lust habt, uns mal live zu sehen. Dann kommt gerne auf unseren Kanal und quatscht eine Runde mit uns. Wir würden uns freuen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, eure Replays. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.